Liebe Neubrandenburger, liebe Mecklenburger, liebe Pommern, liebe Gäste dieser Stadt, dieser schönen Stadt Neubrandenburg. Heute ist der 12. August. In gut 3 Wochen werden die Bürger von Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag wählen. Im Jahre 1999 hatten die Vereinigten Nationen den 12. August zum Internationalen Tag der Jugend erklärt. Jugend ist unsere Zukunft. Jugend braucht Zukunft. Doch was für eine Zukunft soll das sein? Auch darüber werden Sie in 3 Wochen abzustimmen haben. In so mancher westdeutschen Stadt ist es schon längst Realität. Morgens mutiert der kurze Weg vom Hauptbahnhof zur Arbeit zum kulturellen Vielfaltsspaziergang. Vorbei an benutzten Spritzen, Gammeldönerbuden, Burkas, Salafistenpropagandastand, Punkertreff und der Bettelmafia wird der kurze Arbeitsweg zum Spießrutenlauf durch das bunte Deutschland. Gewalt und Terror in Deutschland und in Europa. Bataclan, Nizza, Würzburg, Ansbach. Soll die Zukunft für unsere Kinder so aussehen? Nein, das können wir nicht wollen. Wir wollen, dass unsere Kinder in Frieden und in Sicherheit leben, arbeiten und unser kulturelles Erbe bewahren. In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei ein ganzes Waffenlager mit Kriegswaffen in der Nähe einer Moschee ausgehoben. Waffen, die dafür bestimmt waren, noch mehr Tod und noch mehr Terror nach Europa zu tragen. Und ja, liebe etablierten Politiker, das hat mit dem Islam zu tun. Ginge es nach dem Willen der derzeit regierenden Blockparteien, soll Deutschland kulturell bunter werden als ein Strauß Luftballons auf einem Kindergartengeburtstag. Und genauso wie die Luftballons auf diesem Kindergeburtstag wird der Traum von Multikulti platzen. Zu Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders wurden Gastarbeiter nach Deutschland angeworben. Damals handelte es sich also wirklich um Fachkräfte. Anfangs kamen diese Gastarbeiter aus befreundeten Nationen des abendländischen Kulturraums. Später kamen dann auch Muslime, zunächst aus der Türkei, später dann auch aus anderen Ländern. Der millionste Gastarbeiter hat seinerzeit zur Begrüßung ein Moped bekommen. Heute aber leben Hunderttausende abgelehnte Asylbewerber in Deutschland. Die Regierenden sind offensichtlich nicht fähig, die in Deutschland geltenden Gesetze durchzusetzen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einem Rechtsstaat, aber nicht für Merkel und Co. Stellen Sie sich das mal vor, ein durchgesetztes Dublin-Abkommen. Das wäre doch etwas. Auch dafür steht die AfD. Grenzen dicht machen. Ein zügiges und konsequent durchgesetztes Asylrecht. Abgelehnte Asylbewerber müssen schnellstmöglich in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Und eines, meine Damen und Herren, eines verspreche ich hier und heute: der millionste abgeschobene Asylbewerber bekommt von uns auch wieder gerne ein Moped geschenkt.
Die Zeiten, in der die Parteien sich nach Gutdünken über den Willen des eigenen Volkes hinwegsetzen, diese Zeiten, liebe Freunde, diese Zeiten sind vorbei. In einer parlamentarischen Demokratie, wie wir sie heute haben, entscheidet das Parlament für das Volk. Wenn aber bei den wichtigsten und das Leben der nachfolgenden Generationen beeinflussenden Entscheidungen der Parlamente gegen den Willen der Bevölkerung getroffen werden, dann hat dieser derzeit praktizierte Parlamentarismus nichts mehr mit Demokratie im Sinne von Herrschaft des Volkes zu tun. Denken wir dabei nur einmal an die Einführung des Euro. Denken wir an die Euro-Rettungsschirme. Denken wir an die Abschaffung der Wehrpflicht. Alles wollte die Mehrheit des Volkes nicht. Und nun eben die Flüchtlingskrise, in der jedem Untertan, und Sie alle sind hier die Untertanen für die da oben, in dem jedem Untertan gesagt wird, dass er das zu schaffen habe. Sich diesem Wahnsinn entgegenzustellen, für unsere Heimat einzutreten und unserer Jugend eine lebenswerte Zukunft zu garantieren, dafür stehen wir, dafür steht die AfD. Meine Damen und Herren, bei den Blockparteien von CDU, SPD, Grüne bis hin zu den Linken herrscht das blanke Entsetzen. Die Bevölkerung merkt allmählich, wer es ist, der ihr die Heimat nehmen will, nämlich die Einheitsfront der etablierten Parteien. Sie haben Angst vor dem Wähler, sie haben Angst vor der AfD. Letztes Jahr auf dem Gipfel der Flüchtlingskrise äußerte sich die CDU hier bei uns im Nordosten entweder gar nicht zum Thema sogenannter Flüchtlinge oder faselte etwas von einer utopischen europäischen Lösung. Noch im November, als Bürger unseres Landes in Wismar auf die Straße gingen, um gegen Merkels Asylirrsinn zu demonstrieren, warnte unser Innenminister Lorenz Cafier davor, ich zitiere, sich patriotisch gebenden Asylgegnern auf den Leim zu gehen. Heute, meine Damen und Herren, heute zu Wahlkampfzeiten trägt das Wahlprogramm der CDU den Titel Heimat im Mittelpunkt und fordert die konsequente Abschiebung aller, die ein Bleiberecht haben, die kein Bleiberecht haben, Entschuldigung. Aber es ist halt Wahlkampf. Und im Wahlkampf sagt die CDU und nicht nur diese halt das gern, was der Bürger hören will. Nicht wahr, Herr Cafier? So ist es doch. Und meine Freunde, schauen wir doch mal in Bundesländer oder in ein Bundesland, in dem dieses Jahr keine Landtagswahlen stattfinden. Vor wenigen Wochen, im Juli, hörte man in Köln eines Abends laute Allahu Akbar-Rufe. Was war geschehen? Ein islamistischer Anschlag in der Stadt, frenetischer Beifall der Zuhörer eines Salafistenpredigers. Nein, es war die Gründungsveranstaltung der sogenannten MIDU. Die MIDU ist die Initiative Muslime in der Union, eines Interessenverbandes der CDU. Wer meint, die CDU würde sich dafür einsetzen, dass wir nicht Fremde im eigenen Land werden, der irrt gewaltig. Liebe Freunde, wir stehen hier, weil wir auf unser Recht auf Heimat beharren. Wir stehen hier.
Wir stehen hier, weil wir den Gedanken eines besseren Deutschlands wieder in die Herzen unserer Mitbürger tragen wollen, die sich mit dieser Situation leider schon abgefunden haben. Am 4. September, meine Damen und Herren, ist Landtagswahl. Am 4. September entscheiden Sie, die Sie hier alle stehen, mit darüber, wie die Zukunft unseres Landes aussieht. Am 4. September 1989, und so manch einer wird sich daran noch erinnern, fand in Leipzig die erste Montagsdemonstration statt. Diese Montagsdemonstration war der Anfang vom Ende einer am eigenen Volk vorbeiregierenden, selbstherrlichen Politikerkaste, die noch nicht gemerkt hatte, dass ihre Zeit längst abgelaufen war. Macht auch den kommenden 4. September zu einem Tag, der in dieser Tradition steht. Wählt AfD, meine Damen und Herren, wählen Sie die Alternative für Deutschland. Vielen Dank.